Ja, willkommen zu einem neuen Video des JavaFX-Kurses. Wieder mal welche Überraschungen mit Effekten. Und zwar geht es heute darum, wie man Effekte verknüpft. Ich habe hier als Beispiel mal eine kleine Anwendung gemacht mit zwei Knöpfen. Sie sind leider ein bisschen klein, aber hey, das passt schon. Und ich möchte, dass dieser Knopf mit der Aufschrift Normal so bleibt und der mit der Aufschrift Special soll einmal einen Sepia-Ton und einmal eine Reflexion bekommen, also zwei Effekte zusammen. Wir möchten also nicht nur einen Effekt haben, sondern zwei. So, und jetzt probieren wir das mal aus. Machen wir erstmal hier die beiden Effekte. Also Sepia Tone Sepia ist gleich New. Moment, das mache ich hier drüber. So, New Sepia Tone und Reflection ist gleich New Reflection. So, dann habe ich hier also zwei Effekte. Und jetzt versuche ich mal, die irgendwie auf den Button drauf zu kriegen. Also zum Beispiel hier SpecialButton.addEffekt und... Okay, das geht nicht. Wir können nur SetEffekt machen. Das bedeutet aber ja, wir können nur einen Effekt benutzen. Das ist hier schon mal gar nicht so schön. Es wäre doch eigentlich einfacher, wenn wir mehrere Effekte einfach drauf packen könnten. Aber nein, das geht leider nicht. Wir können aber zum Beispiel hier natürlich entweder den einen oder den anderen nehmen, so wie wir es kennen. Jetzt haben wir hier den sepiafarbenen Button. Und jetzt haben wir hier den reflektierten Button. Hier sieht man das ein bisschen. So. Und jetzt können wir zwar nicht beim Button sagen, okay, wir möchten mehrere Effekte haben, sondern wir können bei den Effekten sagen, okay, ich möchte als Basis bitte einen anderen Effekt haben. Also wenn ich hier sage Reflection.set und dann Input, dann setze ich quasi die Basis und das soll Sepia sein. Das bedeutet, erst wird der Sepia-Effekt ausgeführt. Und dann wird das, was dabei rauskommt, nochmal mit dem Reflection-Effekt überdeckt. Das bedeutet, hier kommt ein reflektierter Button in Sepia-Farben bei raus. Wenn wir das jetzt umgekehrt hätten, wenn wir sagen würden, okay, Reflection.zInputSepia und dann hier eben, nein, Sepia .zInput Reflection, dann würde was passieren? Es würde erst die Reflexion ausgeführt und das, was dabei rauskommt, dann mit Sepia-Farben überdeckt. Also im Grunde genau das gleiche, nur die Reihenfolge der Ausführung ändert sich quasi. Das ist wichtig zu wissen. Hier wird erst die Reflection und dann der Sepia-Tone ausgeführt und umgekehrt würde erst der Sepia-Tone und dann die Reflection ausgeführt werden. Aber vom Ergebnis her ist das Gleiche, was man so sieht. Gut, dann würde ich sagen, war es das diesmal zum Verknüpfen von Effekten. Bis zum nächsten Mal.